Das Bildungs- und Technologiezentrum der Schweriner Handwerkskammer war am Dienstag Austragungsort eines nicht alltäglichen Berufswettbewerbs auf Landesebene. Jugend schweißt. Bereits zum 10. Mal ermittelten 25 Nachwuchsschweißer im Alter von 16 bis 23 Jahren aus den vier Regionen Neubrandenburg, Rostock, Schwerin und Vorpommern ihre Besten. Nachdem sie am Vormittag im fachkundlichen Wettbewerb ihre theoretischen Kenntnisse unter Beweis zu stellen hatten, begann nach dem Mittagessen das praktische Schweißen in vier Verfahren. Gasschweißen, Lichtbogenhandschweißen, Metallaktivgasschweißen und Wolfram-Inert-Gasschweißen. Es sieht so aus, dass jeder Teilnehmer drei Schweißnähte schweißen muss und eine Schweißnaht nach der ISO 9606-1 zertifiziert werden kann, wenn die Bedingungen eingehalten werden. Und die anderen beiden Nähte, die geschweißt werden, werden optisch bewertet bzw. auch auf innere Unregelmäßigkeiten geprüft. Die Anforderungen an die Teilnehmer sind hoch. Man muss das schon anständig trainieren und man muss auch ein bisschen, ich sage immer, Fingerspitzengefühl mitbringen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Man muss ein sicheres Auge haben, man muss eine ruhige Hand haben und dann muss man sehen, ob man die Kanten ordentlich auffüllt, ob man mit der Wurzel weit genug durchkommt und ob die Schmelze vorläuft. Wenn die Schmelze vorläuft, hat man zum Beispiel immer Bindefehler beim MAG-Schweißen. Auch wenn sich die jungen Männer gut vorbereitet hatten, mehr oder weniger aufgeregt waren sie dennoch. Sehr aufgeregt. Weil man will ja auch was schaffen hier. Ich bin eigentlich immer so, dass ich mich nicht aufregen lasse von solchen Sachen. Weil, ja, wenn man jetzt nicht gewinnt, sag ich mal, hat man jetzt ja auch nicht unbedingt verloren oder so. Weil man hat ja die Erfahrung gemacht und das ist ja wohl, würde ich sagen, das Wichtigste, einfach hier dran teilzunehmen. Am Morgen sehr und auch am Abend der Anreise. Jedoch, nachher ist es, ich möchte nicht sagen, es wird normal, aber es ist ja eine Sache, worauf wir uns vorbereitet haben. Heißt, man kann sie jetzt ein bisschen entspannter angehen. Wir haben jetzt uns alles vorbereitet und jetzt ist nachher noch das Abschweißen und dann ist der Tag fertig. Die vier Landessieger, zwei aus Rostock und jeweils einer aus Neubrandenburg und aus Vorpommern, vertreten Mecklenburg-Vorpommern beim Bundeswettbewerb Jugend schweißt des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren DVS Ende September während der weltgrößten Branchenmesse Schweißen und Schneiden in Düsseldorf. Direkt im Anschluss an den DSV-Bundeswettbewerb ist der Weltcup geplant, bei dem talentierte Nachwuchsschweißer aus ganz Europa aufeinandertreffen. Die englische Bezeichnung für Schweißen lautet Welding, daher Weltcup.